Sie werden sich zukünftig von Frau Kaul fernhalten? Da können Sie von ausgehen. Jetzt fahre ich nämlich nach Hause. Ich habe es nämlich satt, hier wie ein Vergewaltiger behandelt zu werden. Ich bin nämlich unschuldig. Das sagen Sie. Mein einziges Verbrechen war, dass ich meine Frau betrogen habe. Aber vergewaltigt habe ich niemanden. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Ihre Mandantin mich überall schlecht macht? Bei meiner Familie, bei meinem Chef? Ich sag Ihnen warum, ja? Weil ich nach dem Sex nämlich keine Beziehung mit ihr wollte. Das ist das Ding. Eine andere Erklärung wäre, dass Sie vergewaltigt haben. Ja, habe ich aber nicht. So, jetzt habe ich Feierabend und fahre nach Hause. Glauben Sie, was Sie wollen. Wiedersehen. Spielt Herr Weber nur das arme Opfer? Seine Verzweiflung kam mir aber ziemlich echt vor. Und es stimmt, meine Mandantin tut wirklich alles dafür, sein Leben zu zerstören. Das wäre verständlich, sollte er sie wirklich vergewaltigt haben. Allerdings kann ich ein solches Verhalten trotzdem nicht tolerieren. Denn es hilft meiner Mandantin auch nicht dabei, sich vom Verdacht der falschen Verdächtigung zu befreien. Ich werde mal mit ihr sprechen. Doreen! Was zum Teufel machst du denn da? Nach was schaut's denn aus? Ich schmeiß dich raus. Aber wieso? Weil ich nicht mit einem Vergewaltiger unter einem Dach leben will. Aber ich dachte, du glaubst mir. Tja, das hat sich geändert. Mann, jetzt hör doch mal mit dem Scheiß auf. Du kannst meine ganzen Sachen nicht hier rausschmeißen. Es gibt doch ein volles Chaos. Oh, entschuldige. Du hast recht. Was? Hier, was ist denn? Kannst du das Chaos ordnen. Und jetzt verschwinde. Was ist denn passiert, ey? Hat Anja nicht angerufen oder was? Das war gar nicht nötig. Hier. Dann hättest du besser mal nicht zwischen deinen Socken versteckt. Was soll das denn? Jetzt hör auf mit dem Scheiß! Mann, ich hab dieses Teil noch nie gesehen. Das kannst du gleich der Polizei erzählen. Die sind gleich hier. Du hast die Polizei angerufen? Ich fass es ja wieder nicht, ey. Doreen, was machst du denn da? Hier, das ist er. Herr Weber, wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Wenn es um dieses Teil geht, ja, das habe ich noch nie gesehen. Ach ja, das klären wir auf der Dienststelle. Nimmst du mit? Dad, was ist hier los? Schatz, mach dir keine Sorgen, das ist alles ein Missverständnis. Aber Mama! Nachdem Ihr Schwager Sie bereits wegen Verleumdung angezeigt hat, war es wirklich nicht besonders klug, seinen Arbeitgeber anzurufen. Warum haben Sie das gemacht? Weil ich nicht wollte, dass er einfach so weitermacht, als ob nichts passiert wäre. Und die Schmiererei auf der Taxischeibe? Das waren doch auch Sie, oder? Ja, aber er hat nichts anderes verdient. Merken Sie eigentlich nicht, dass Sie sich mit solchen Aktionen nur ins eigene Fleisch schneiden? Damit fällt es Ihrem Schwager umso leichter, Sie als rachsüchtig hinzustellen. Unterlassen Sie das bitte in Zukunft. Frau Kaul, Herr Vorländer. Hallo. Guten Tag. Hören Sie, wegen der Schmiererei, das tut mir leid. Was für eine Schmiererei? Ja, darum geht's doch, oder? Ich weiß nicht, so eine Schmiererei, tut mir leid. Warum haben Sie uns denn sonst hergebeten? Ganz einfach, ich wollte Ihnen was zeigen. Kennen Sie den? Oh ja. Mein Gott. Den hatte ich an am Abend, als Christian mich... Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er gefehlt hat. Den hat Frau Weber in den Sachen ihres Mannes gefunden. Das heißt, er hat den Slip mitgenommen als Souvenir? Als Trophäe, was aber mal, keine Ahnung. Ja, und was sagt er selbst dazu? Dass er den Slip noch nie in seinem Leben gesehen hat. Also im Moment sieht's nicht besonders gut für ihn aus. Das heißt, er kommt ins Gefängnis, oder? Zuerst müssen wir die Spuren vom Slip auswerten. Und wenn die von Ihnen und Ihrem Schwager stammen und er mir keine vernünftige Erklärung geben kann, warum der Slip bei ihm war, dann, ja, kommt er nur in Untersuchungshaft. Das sind ja mal Neuigkeiten. Ja. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause, ja? Wiedersehen. Wiedersehen. Alles klar. Wie oft soll ich es denn noch sagen?
Ich habe Anja weder vergewaltigt, noch habe ich ihren Slip mitgenommen. Und wie ist denn der Slip in ihren Schrank gekommen? Ja, keine Ahnung. Mhm. Moment. Sie hat ihn selbst da reingesteckt. Selbst versteckt? Ja. Klar, vielleicht ist ihr letzte Nacht bei Ihnen eingebrochen. Hm? Nein, das musste sie doch gar nicht. Jan, mein Bruder, hat ja einen Schlüssel zu unserem Haus gehabt. Den hat Anja nach ihrem Tod nie zurückgegeben. Da haben wir's. Genau. So einfach ist das. Und wissen Sie was? Ich kann mir diesen Scheiß nicht mehr anhören. Wenn Sie mich für dumm verkaufen wollen, vergessen Sie es. Jetzt sagen Sie ja nicht mal die Wahrheit. Wie gerufen. Vielen Dank. Herr Weber, Folgendes. Hier drin sind die Ergebnisse der Spurenanalyse. Bevor ich das jetzt öffne, gebe ich Ihnen noch mal die Möglichkeit, mir die Wahrheit zu sagen. Ja. Also gut. Vielen Dank fürs Heimbringen. Ja, gerne. Kann ich Ihnen einen Tee anbieten? Ja, gern. Ja, okay. Sehen Sie, ich zittere vor Erleichterung. Christian und ich waren uns wirklich sehr nah und wir haben so viel erlebt. Aber ich bin trotzdem froh, dass er seine gerechte Strafe bekommen hat. Ich freue mich sehr für Sie. Ich werde aber trotzdem morgen meinen Chef anrufen und Urlaub beantragen. Ich muss das alles ein bisschen verarbeiten. Ich muss Sie entschuldigen. Ja. Frau Lenne, hallo? Ah, Kommissar Schröder, was gibt's? Was? Und das ist sicher? Okay. Danke, auf Wiederhören. Der Slip wurde inzwischen analysiert. Das Blut stammt tatsächlich von Ihnen. Und es wurden auch Spuren von der Frau Weber festgestellt. Kein Wunder, sie hat den Slip ja gefunden. Und? Und? Es wurden keine Spuren von Herrn Weber gefunden. Haben Sie den Slip im Haus Ihres Schwagers platziert? Wieso das alles? Zuerst die Lüge mit dem Kuss und dann dieser untergeschobene Slip. Da glaubt doch mittlerweile jeder, dass Sie gar nicht vergewaltigt wurden, sondern dass Sie tatsächlich versuchen, Ihren Schwager falsch zu belasten. Ich habe nicht nachgedacht, okay? Ich wollte, dass Christian seine Strafe bekommt. Und deshalb haben Sie diesen Slip platziert? Den ich am Abend anhatte, den hat Christian nicht zerrissen. Und außerdem habe ich den sofort in die Wäsche gesteckt. Ich habe dann einen anderen genommen, ihn zerrissen und mir für das Blut in den Oberschenkel gestochen. Christian ist ein Vergewaltiger, okay? Und ich wollte, dass er ins Gefängnis kommt. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, ob ich Ihnen noch glauben kann. Sie lügen mich die ganze Zeit an und enthalten mir wichtige Dinge vor. Wie soll ich Sie da vernünftig anwaltlich vertreten? Ich glaube, es ist besser, wenn ich das Mandat niederlege. Oh nein, bitte tun Sie das nicht. Ich werde Sie nie wieder anlügen, ja? Bitte, lassen Sie mich nicht alleine. Also gut, aber unsere Erfolgsaussichten sind mittlerweile sehr gering. Und vor der Polizei haben Sie momentan Ihre Glaubwürdigkeit vollständig verspielt. Nein. Nach der Geschichte mit dem Slip war ich wirklich drauf und dran, das Mandat niederzulegen. Denn schließlich ist es schwierig, einen Mandanten zu vertreten, der einen ständig anlügt oder Fakten verschweigt. Wer in dieser Geschichte lügt und wer nicht, ich bin mir da wirklich nicht mehr sicher. Ich jetzt auf stumm. Mein Chef, ich rufe ihn später zurück. Das ist eine sehr gute Idee. Frau Kaul, wissen Sie eigentlich, dass Vergewaltigung eine schwere Straftat ist? Ja. Gut. Wissen Sie, es werden viele Frauen vergewaltigt. Und alle versuchen, dass ihnen danach Gerechtigkeit widerfährt. In irgendeiner Form. Aber es ist nicht ganz so einfach. Und wollen Sie wissen, warum? Worauf wollen Sie hinaus? Ganz einfach. Frauen, die eine Vergewaltigung erfinden, aus irgendwelchen Gründen machen es den wirklichen Opfern verdammt schwer, dass man sie ernst nimmt. Herr Kommissar, Sie gehen jetzt wirklich zu weit. Ach ja? Nur weil meine Mandantin ein Beweismittel gefälscht hat, heißt das noch lange nicht, dass die ganze Vergewaltigung erfunden ist. Die Sache mit dem Slip ist die eine Sache. Heute Morgen hat sich noch ein Zeuge gemeldet. Steffen Wilkering, den kennen Sie doch, oder? Nein, nie gehört. Na ja, ist aber seltsam. Sollten Sie aber... Herr Wilkering ist Vertriebsleiter in dem Unternehmen, in dem Sie arbeiten. Na und?
Die Firma ist riesig. Ich kenne nicht mehr die Hälfte meiner Kollegen. An Herrn Wilkering allerdings sollten Sie sich schon erinnern. Ich wusste ja gar nicht, ob ich Sie wirklich anrufen soll, aber ich habe über Flurfunk gehört, dass die Frau Kaul angeblich vergewaltigt worden sein soll. Und da habe ich gedacht, dass Sie uns informieren und uns die Geschichte über Frau Kaul erzählen. Dann schießen Sie mal los. Ja, vor ein paar Wochen kam sie zu mir und wollte eine Beförderung haben. Die konnte ich ihr nicht geben und da ist sie völlig ausgeflippt. Inwiefern? Sie hat mir gedroht. Wenn ich ihr die Beförderung nicht gebe, erzählt sie allen, dass ich versucht hätte, sie zu vergewaltigen. Ich habe sie natürlich nie angefasst. Wie haben Sie denn auf die Drohung reagiert? Ich war geschockt. Ich habe ihr aber gleich klar gemacht, dass ich mich nicht erpressen lasse. Sie ist dann total wütend gegangen und weil ich nichts mehr von der Sache gehört habe, dachte ich, das wäre nur im Affekt rausgerutscht. Drum habe ich es auch nicht angezeigt oder so. Bis heute? Ja. Aber wenn sie das jetzt bei jemand anderem versucht, kann ich Ihnen nur den guten Rat geben, glauben Sie der kein Wort. Warum erzählt dieser Typ so einen Mist über mich? Ich kenne ihn doch gar nicht. Sie behaupten also, er würde lügen und nicht Sie. Und das, nachdem Sie mich so häufig angelogen haben, ja? Ich weiß, ich war nicht immer ehrlich zu Ihnen. Aber diesen Typen kenne ich wirklich nicht. Das müssen Sie mir glauben. Ja, schon klar. Moment. Sie sagen, er ist Vertriebsleiter in der Firma, oder? Ja. Na, sehen Sie, mit dem Vertrieb hat mein Job überhaupt nichts zu tun. Also warum sollte ich denn zu ihm gehen, wenn ich eine Beförderung brauche? Ich habe weder die Zeit noch die Lust, mir Ihre ständigen Lügen anzuhören, ja? Und ich habe einen Termin. Jetzt. Und ich denke, wir sind durch. Gut. Also bitte. Aber Sie glauben mir doch, oder? Also ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen noch glauben kann. Aber wir sollten jetzt besser gehen. Moment, Chef. Moment, er hat mir jetzt schon dreimal auf der Mailbox gesprochen. Ich höre mal ganz kurz, ja? Oh nein. Oh Mann. Ich glaube, diese Geschichte von dem Wilkering hat sich rumgesprochen in der Firma. Es hört sich so an, als mein Chef mich feuern will. Oh bitte, Herr Feuerlander, Sie müssen mir helfen. Ich kann ja mal mit diesem Herrn Wilkering sprechen, Danke. Hey. Christian, hey. Ich war mir nicht sicher, ob du kommst. Ich hab's auf dem Handy probiert, aber es war aus. Ja, ich hab die Nacht im Hotel verbracht. Ich musste einfach mal nachdenken. Klar, ich hab gehört, dass Anja das selbst war mit dem Slip. Ja, und dass sie ihre Masche ja wohl auch schon bei einem anderen versucht hat. Es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt hab, ehrlich. Aber jetzt ist ja bewiesen, dass du Anja nichts getan hast. Ja, komisch alles. Aber ich habe irgendwie gehofft, dass meine Frau auch ohne Beweise glaubt, dass ich kein Vergewaltiger bin. Ich weiß, aber ich war so enttäuscht, dass du fremdgegangen bist und so wütend. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, weil ich dir den Seitensprung verzeih. Verzeihst du mir denn auch? Dad? Du kommst zurück? Ja, und weil ich dann nichts mehr von ihr gehört habe, habe ich die ganze Sache auch nicht angezeigt. Aber warum muss ich Ihnen das denn nochmal erzählen? Das habe ich doch bereits alles bei der Polizei zu Protokoll gegeben. Reines Interesse. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Wilkering. Eine Frage hätte ich noch. Die Frau Kaul, die arbeitet doch in einer ganz anderen Abteilung als Sie, oder? Ja. Das heißt, in puncto Beförderung sind Sie eigentlich der völlig falsche Ansprechpartner. Ja, das hat mich damals auch gewundert. Entschuldigen Sie mich bitte. Wilkering? Ja. Ja, Herr Meier? Ja. Der Herr Wilkering macht einen verdammt nervösen Eindruck. Es scheint, als hätte meine Mandantin recht, wenn sie sagt, er hätte sich das alles nur ausgedacht. Als er mir die Geschichte erzählt hat, da wirkte es, als würde er einen auswendig gelernten Text vortragen. Die Frau Kaul hat mir außerdem erzählt, dass sie Herrn Wilkering noch nie begegnet ist. Ich habe da schon eine Idee, um herauszufinden, ob das stimmt. Gut, Herr Meier, dann verbleiben wir einstweilen so. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Herr Vorländer, wenn das dann alles war, ich hätte noch eine wichtige Konferenz, ja. Eine kleine Bitte hätte ich noch, einfach nur um alle Zweifel auszuschließen. Ich würde Ihnen gerne ein Foto von Frau Kaul zeigen. Und Sie sagen mir dann, ob das die Frau ist, die Sie erpressen wollte. Herr Vorländer, bitte, meine Konferenz. Es geht ganz schnell. Schauen Sie mal. Moment. Ich hab's gleich. Schauen Sie mal. Ist das die Frau? Ja, das ist sie. Das ist sie nicht. Das war eine Sekretärin. Und Sie sagen mir jetzt sofort, wie Sie dazu kommen, solche Lügen über Frau Kaul zu verbreiten, obwohl Sie die offensichtlich gar nicht kennen. Ach, fuck.
Ich habe das doch nur gemacht, um dem Kumpel aus der Klemme zu helfen. Dieser Kumpel heißt nicht zufällig Christian Weber, oder? Doch. Chris und ich sind seit Jahren im gleichen Sportverein. Darum weiß ich auch, dass er das, was ihm da vorgeworfen wird, unmöglich begangen haben kann. Und da habe ich ihm diesen kleinen Gefallen getan. Sie wissen, dass Sie sich mit diesem kleinen Gefallen strafbar gemacht haben? Ich rate Ihnen dringend, sofort zur Polizei zu gehen und Ihre Aussage richtigzustellen. Und noch was, Herr Wilkering. Sie wissen ja, dass meine Mandantin wegen Ihrer Aussage die Entlassung gedroht hat und nach wie vor droht. Raten Sie mal, was Ihr Chef machen wird, wenn er davon Wind bekommt, dass Sie das alles hier frei erfunden haben. Schönen Tag noch. Guten Tag. Ja, Herr Vollender, was machen Sie denn hier? Ich wollte wissen, ob der Herr Wilkering schon bei Ihnen war. Ja. Kaum zu glauben, dass das alles nur eine Finte war. Dann wird doch der Herr Weber jetzt sicher wieder festgenommen, oder? Nein. Und Sie wissen auch, warum. Tue ich das? Der Umstand, dass er da seinen Freund um eine Falschaussage gebeten hat, das macht ihn doch wahnsinnig verdächtig. Aber nicht viel verdächtiger als Ihre Mandantin, die ihn den Slip untergejubelt hat. Hm? Ach, Sie meinen, es steht jetzt 1:1, was gefälschte Beweise und falsche Aussagen angeht? Hm, kann man so sagen, ja. Also ich wüsste nicht, auf wen ich von beiden setzen würde. Wir gehen sozusagen in die Verlängerung. Hm? Okay, danke. Schatz, was hältst du davon, wenn wir heute Abend... Wann genau wolltest du mir sagen, dass du Steffen in deine Scheiße reingezogen hast? Damit er diese Lügengeschichte über Anja erfindet. Wir waren doch wieder so glücklich. Das wollte ich einfach nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen? Nicht kaputt machen mit der Wahrheit, oder was? Jetzt sag's endlich! Hast du Anja vergewaltigt? Natürlich nicht! Ja, und wieso erzählt dann Steffen diese Lügen? Weil ich ihn darum gebeten habe. Als diese Sache mit dem Slip aufgetaucht ist, habe ich gemerkt, dass Anja mich da reinreißen will. Dann habe ich mir gedacht, was sie kann, kann ich auch. Ich glaube dir kein Wort. Und jetzt verschwinde. Ich will dich nie wiedersehen. Gut. Was ist los? Jasmin, dein Vater und ich lassen uns scheiden. Aber Christian hat doch diesen Kollegen von mir extra beauftragt, diese Lügen über mich zu verbreiten, oder? Das beweist doch, dass er schuldig ist. Leider nein. Natürlich hat Ihr Schwager gelogen, aber das haben Sie auch. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wissen Sie, ich habe keine Kraft mehr, darum zu kämpfen, dass mir endlich jemand glaubt. Und dann hat meine Mom gesagt, dass sie und Dad sich scheiden lassen wollen. Boah, das wird schon. Ich meine... Wenn sie sich ernsthaft trennen lassen wollen, ich meine, da kannst du doch auch nichts machen. Doch. Wenn man weiß, wer in dieser ganzen Sache schuld ist. Ja, deine Tante meinst du? Ja. Die hat einfach meine ganze Familie kaputt gemacht. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie damit durchkommt. Hilfst du mir dabei? Du weißt doch, dass ich alles für dich tun würde. Was hast du vor? Na, erstmal muss ich sie herlocken. Ja, Jasmin, hallo. Tante Anja? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe nur noch Stress mit Jojo. Mom und Dad verstehen mich einfach nicht. Ich weiß, dass es zwischen dir und Dad Zeit echt beschissen läuft, aber kannst du bitte nicht einfach in den Skaterpark kommen? Ich brauche deine Hilfe. Im Nordend. Skaterpark, ja, ich weiß, wo das ist. Ich bin gleich bei dir. Bis gleich. Alles okay? Ja, ich muss kurz los zu meiner Nichte. Sie hat ein Problem. Ich komme gleich wieder, ja? Braucht sie Hilfe? Kann ich was tun? Ach, das ist lieb, danke. Es ist einfach ein Liebeskummer. Ich muss jetzt los. Selbstverständlich, ich komme mit raus. Ja? Okay, oder so. Hi, Jojo. Wo ist Jasmin? 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 Ich bin hier, Tante Anja. Jasmin, na, wie geht es dir? Alles in Ordnung? Na, wie soll es mir schon gehen?
wenn sich meine Tante wie eine Schlampe an meinen Vater ranmacht. Durch Lügen versucht, meine Familie kaputt zu machen. Jasmin, bitte, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich lüge nicht. Blödsinn! Außerdem geht es mir immer noch besser, als es dir gleich gehen wird. Was soll das? Alter, fuck, was soll das denn? Jesus, endlich an die Wahrheit sagen, was? Alter, bist du vollkommen bescheuert? Leg doch mal das Messer weg. Du hast doch gesagt, dass du mir hilfst. Ja, aber da hast du noch nichts von dem Messer gesagt. Mein Junge, sei nicht so ein Weichei. Frau Linda, hallo? Jasmin, leg bitte das Messer weg. Warum willst du mir was tun? Kommissar Schröder, Vorländer hier. Jetzt werden wir mal ein kleines Filmchen drehen. Und ich weiß auch schon wo. Ja bitte, beeilen Sie sich. Herr Weber? Christian Vorländer hier. Nein, es geht um Ihre Tochter Jasmin. Sie ist dabei, eine fürchterliche Dummheit zu begehen. Bitte kommen Sie sofort in den Skaterpark im Nordend. Jetzt sag endlich, was wirklich passiert ist. Dass mein Dad kein Vergewaltiger ist. Jasmin, bitte. Jasmin, lass sofort das Messer fallen. Wer sind Sie denn? Mischen Sie sich hier nicht ein. Komm schon. Du willst doch deiner Tante nicht wirklich etwas antun. Sie haben meine ganze Familie kaputt gemacht. Nein. Was soll das? Film sofort weiter. Wir haben ihr Geständnis noch nicht. Jasmin. Was machst du denn da? Keine Sorge, Dad. Ich sorge dafür, dass bald endlich alle die Wahrheit erfahren. Ich meine auch, dass es endlich Zeit für die Wahrheit ist. Jasmin. Anja hat recht. Nein, das sagst du nur, damit ich das Messer weglege. Anja, es tut mir so leid. Ich konnte das doch alles nicht wissen. Als du dich gewehrt hast, da dachte ich, das wäre eine sexuelle Spielart von dir, ja? Ich dachte einfach, du magst es auf die harte Tour. Erst am Ende, als du so aufgelöst warst und so geheult hast, da habe ich das realisiert. Anja, ich schäme mich so dafür. Ich habe das nicht erkannt. Jasmin, es tut mir so leid. Lass mich. Beinahe hätte Jasmin Weber ihrer Tante etwas angetan, nur weil sie ihrem Vater so bedingungslos geglaubt hat. Ich bin froh, dass nach all den Lügen und Intrigen endlich die Wahrheit ausgesprochen wurde. Meiner Mandantin Anja Kaul, der man so lange nicht geglaubt hat, rate ich dringend, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um dieses Trauma zu verarbeiten. Und für Christian Weber, aber nicht nur für ihn, sondern für alle Männer gilt Folgendes: Ein Nein heißt Nein.